Guten Abend, meine Damen und Herren. Haben zehntausende Menschen gegen das Urheberrechtsabkommen ACTA demonstriert. Der Protest ist Teil eines Aktionstages in mehr als 20 Staaten. Das Abkommen soll die Verletzung von Urheberrechten unter anderem im Internet erschweren. Die Demonstranten befürchten, dass dadurch Zensur möglich wird. Angesichts der wachsenden Kritik hatte die Bundesregierung gestern überraschend angekündigt, dass sie das ACTA-Abkommen vorerst nicht unterzeichnet. Eiseskälte in Düsseldorf und trotzdem sind sie zu Tausenden gekommen, um zu demonstrieren. Zwischen Bankenviertel und Luxus-Shoppingmeile Königsallee laufen sie sich warm gegen ACTA. Das Urheberrechtsabkommen wird, so fürchten sie, die Freiheit im Internet massiv einschränken. ACTA ist ja im Moment auch noch so schwammig formuliert, dass es dazu wirklich kommen könnte, dass der gesamte Internetverkehr überwacht wird. Es wird letztlich auf Zensurmöglichkeiten hinauslaufen. Und ich möchte mein Recht auf Informationsfreiheit behalten. Ich bin Internetfachmann, ich bin Computerfachmann und ACTA bedroht meinen natürlichen Lebensraum. Für mich ist das hier Umweltschutz, de facto. Und überhaupt, dass uns sämtliche Freiheiten genommen werden würden durch dieses Gesetz. Eine Abstimmung mit den Füßen gegen das internationale Handelsabkommen. Kreativ und friedlich ist der Protest. Dass die Bundesregierung gestern angekündigt hat, ACTA vorerst nicht zu unterschreiben, halten sie für ein taktisches Hinhaltemanöver. Das Misstrauen ist groß. Die liberale Justizministerin Leuthauser-Schnarrenberger hat nur Druck aus dem Kessel genommen. Sie muss jetzt an die Tradition der Liberalen anknüpfen als Bürgerrechtspartei und ACTA konsequent stoppen. Wie hier in Hamburg sind Zehntausende in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. Die Proteste parteienübergreifend. Grüne, Piraten und Sozialdemokraten zeigen Flagge. Der massive Protest wird die Bundesregierung überrascht haben. Die politische Diskussion, ob ACTA auch von Deutschland unterzeichnet wird, dürfte hitzig bleiben. Außer Deutschland haben auch Polen, Tschechien, die Slowakei und Lettland die Unterzeichnung des ACTA-Abkommens ausgesetzt. In der EU tritt es nur in Kraft, wenn es von allen Mitgliedstaaten unterzeichnet wird und alle Parlamente zustimmen, auch das Europaparlament. Hier eine Zusammenfassung, worum es bei dem Streit geht. Im Internet wird seit Wochen gegen ACTA protestiert, wie hier in einem Film der Hackerbewegung Anonymous. ACTA steht für Internationales Handelsabkommen zur Abwehr von Fälschungen. Im Kern sollen damit Produktpiraterie und Urheberrechtsverletzungen bekämpft werden, egal ob bei nachgemachten Haushaltsgeräten wie Wasserhähnen, Uhren oder im Internet. Befürchtet wird etwa, dass Internetdienstanbieter künftig haftbar gemacht werden könnten, wenn Kunden illegal Filme oder Musik herunterladen, also gegen das Urheberrecht verstoßen. Die Anbieter müssten ihre Kunden dann strenger überwachen und im Zweifel deren Internetzugang sperren. Plattenfirmen und Filmstudios erhoffen sich davon einen Rückgang von Raubkopien. Kritiker sehen einen Eingriff in die Privatsphäre und Grundrechte der Internetnutzer. Sie befürchten außerdem, dass Nutzer zu Unrecht kriminalisiert werden und dass Internetinhalte zensiert werden könnten. In der Kritik steht auch die Art und Weise, wie das Abkommen zustande gekommen ist. Seit 2006 verhandeln die beteiligten Staaten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Weder die Welthandelsorganisation noch die Weltorganisation für geistiges Eigentum waren beteiligt. Mehr zur Kontroverse um das ACTA-Abkommen finden Sie auf tagesschau.de, unter anderem einen Überblick darüber, wie der weitere Entscheidungsprozess